ihr Lieben, schön, dass ihr in meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ja, heute wird's süß-salzig, denn ich zeige euch heute meine Milchmädchentorte mit salzigen Erdnüssen und Schokolade. Viel Spaß! Wir brauchen einen Biskuitteig und zwar für eine 26 cm Springform brauchen wir 6 Eigelbe, 6 Eiweiß, 220 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 180 Gramm Mehl, einen Esslöffel Backpulver, 100 Gramm gemahlene Haselnüsse und 40 Gramm flüssige Butter. Als erstes kommt das Eiweiß in eine Schüssel und das wird kurz aufgeschlagen und zwar so lange, bis es zu schäumen beginnt. Dann lassen wir langsam den Zucker hineinrieseln und den Vanillezucker. Und das Ganze wird jetzt so lange verrührt, bis die Masse das Glänzen beginnt. Und wenn es soweit ist, kommen die Eier dazu, also die Eigelbe kommen dazu. Die werden einfach mit hineingerührt. Ja, das Ganze wird so lange verrührt, bis alles schön miteinander verbunden ist. Dann geht es weiter mit den Trockenzutaten. Ich gebe das Mehl in einen Sieb, das Backpulver und siebe das über die Eiermasse. Dann kommen noch die Haselnüsse in das Sieb und die siebe ich ebenfalls durch. Das ist jetzt ein Schritt, den müsst ihr nicht unbedingt machen, denn ihr könnt es komplett hineingeben, aber ich wollte einfach diese groben Kerne jetzt nicht drin haben oder ja, oder die Schale, besser gesagt die Schale. Und deswegen habe ich es nochmal durchgesiebt. Das habe ich dann auch weg, was übrig geblieben ist im Sieb. Und jetzt wird das Ganze vorsichtig untergehoben. Die Butter darf man natürlich nicht vergessen. Die sollte geschmolzen sein, aber nicht mehr heiß. Die kommt dann auch mit hinein und die wird ebenfalls mit untergehoben. So sieht der Teig dann fertig aus. Ich habe hier jetzt eine Springform mit einem Durchmesser von 28 cm. Ihr könnt aber auch wirklich eine 26 cm Form nehmen. Die wird halt dann ein kleines bisschen höher, aber die beiden Größen passen einwandfrei. Ja, hier habt ihr jetzt gesehen, dass ich die Butter nicht richtig untergerührt habe. Das kann man jetzt vorsichtig in der Form auch noch machen. Also ist überhaupt kein Thema. Ja, jetzt darf der Kuchen oder besser gesagt der Biskuitboden bei 175 Grad Ober- und Unterhitze für 30 bis maximal 35 Minuten backen. Nach dem Backen in der Form kurz auskühlen lassen und dann aus der Springform befreien und komplett auskühlen lassen. Also für mich war dieser Boden jetzt perfekt. Ich wollte ja nicht ganz so hoch und deswegen eine 28 cm Springform, also ist optimal gewesen. Ja, dann geht's weiter mit der Milchmädchen-Buttercreme. Dafür brauche ich 250 Gramm weiche Butter und eine Dose gezuckerte Kondensmilch, also Milchmädchen. Ja, da gebe ich jetzt als erstes die weiche Butter in eine Schüssel. Achtet bitte darauf, dass es nicht ganz so weich ist. Also meine war zu weich, ist kein Thema. Man kann sie trotzdem verarbeiten, aber leichter ist es, wenn sie nicht ganz so weich ist. Ja, die wird jetzt aufgeschlagen. Und wenn sie aufgeschlagen ist, kommt nach und nach die Kondensmilch dazu. Und da wirklich eine ganze Dose. Und das wird jetzt so lange verrührt, bis das Ganze eine schöne weiße Farbe bekommt. Das sieht man hier jetzt recht gut. Und hier sieht man auch, dass definitiv meine Butter zu weich war. Das macht nichts. Ich habe die Buttercreme einfach eine halbe Stunde in den Kühlschrank gestellt. Und wie ihr hier seht, ist sie jetzt schön cremig und kann jetzt verarbeitet werden. Ich habe meinen Tortenboden geholt, den habe ich einmal halbiert, einen Tortenring darum gestellt, die Buttercreme draufgegeben und schön gleichmäßig verstrichen.
Da kommt jetzt dann noch der zweite Deckel darauf. Und dann darf das Ganze nochmal für gute 4 Stunden in den Kühlschrank. Nach dem Kühlen den Tortenring entfernen. So sah sie dann aus. Und dann geht es auch schon weiter für die Verzierung. Da brauche ich nicht viel, nur 400 Gramm gesalzene Erdnüsse und gute 750 Gramm Schokoladenglasur, Zartbitter. Ihr könnt aber auch Vollmilchschokolade nehmen, also das ist eigentlich egal, aber ich habe Zartbitter genommen. Ja, meine Erdnüsse verteile ich jetzt komplett auf den oberen Boden. Wenn die Erdnüsse verteilt sind, müsst ihr die Glasur natürlich schmelzen. Das macht das so, wie es auf der Packung steht. Und dann einfach oben drüber gießen. Und dann vielleicht auch ein kleines bisschen verteilen. Ja, so sah sie dann fertig aus. Die muss jetzt noch abkühlen und dann kann man sie essen. Also ich muss sagen, dieser Kuchen ist schon eine kleine Kalorienbombe, definitiv. Aber so gut und ich finde Milchmädchen-Buttercreme so lecker. Also die ist so einfach gemacht und ist wirklich gut. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bleibt gesund und passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss!